Seit 1960 wird auf Sylt der C.P. Hansen-Preis verliehen. Die höchste insulare Auszeichnung bekam am vergangenen Sonntag der Sylter Wilhelm Borstelmann. Der 91-Jährige hat sich verdient gemacht um den Erhalt der friesischen Kultur und Sprache. Der ehemalige Organist der Keitumer St. Severin-Kirche erhielt diese besondere Sylter Auszeichnung in Morsum im Kreis seiner Familie, von Freunden und Weggefährten.